Hallo, Erich, grüß dich. Also deine Klarinette kann ganz offensichtlich lachen. Die Klarinette kann alles. Du kannst alles. Mach mal ein bisschen alles. Also auch weinen. Ja, oh. Ja. Oh, also sowas richtig von unten bis ganz hoch. Kann alles. Kann alles sozusagen. Habt ihr gehört? Klarinette kann alles. Wow, das hat echt Schmackes. Irgendwie habe ich mal gehört, ein Horn könnte auch so irgendwie so Doppeltöne machen, stimmt das? Zweistimmig spielen? Ja, genau. Ja, zweistimmig geht auch. Das ist zweistimmig, ne? Tönt zweistimmig. Wird es uns eine kleine Kostprobe geben von der Schnelligkeit der Flöte? Wow. Ja? Wir gucken mal zusammen. Sehen wir uns ein bisschen ähnlich? Mal ein kleiner Fuchs, besser gesagt ein kleines Fuchsmädchen. Das Fuchsmädchen hieß Foxtrott. Foxtrott lebte unter der Erde in einer Höhle. Dort, wo die Welt ganz still ist, still und leise, ganz leise. Zum Beispiel, wenn der Wind durch das Schilf zischelte. Oder durch das Laub raschelte. Raschel, 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 raschel. Oder wenn eine Hummel vorbei brummte. Brumm, 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 brumm. Oder eine Biene vorbei summte. Pss, 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 pss. Viele kleine Geräusche. Foxtrott saß einfach da und lauschte. Da, Papa Fuchs, Mama Fuchs, Fox, Trott Fuchs. Alle stehen sie da. Und hatten Was passiert, wenn mein Hühner überfallen? Ach so.